Ich grüße euch. Servus, grüße und hallo. Jo, das ist jetzt erstmal das letzte Video vom Umzug. Und zwar, in Zeiten von Corona ist es nicht allzu einfach, irgendwie in ein anderes Land zu reisen, weil auf der ganzen Welt die Grenzen dicht sind. Und dann gibt's da zwei Idioten, die sich entschließen, nach Österreich auszuwandern. So, Felix kommt hinterher, wie schon im anderen Video gesagt. Ich für meinen Teil, ich habe meine ganzen Sachen gepackt über die letzten Wochen. Ich habe alles auseinandergebaut, jeden Schrank, jedes Einzelteil komplett zerlegt, sodass ich mit alles irgendwie in meinem Bus kriege. Der ist einen kleinen Ticken beladen. Nicht überladen, das nicht, aber er ist wirklich voll. Also ihr könnt das hier so ein bisschen sehen. Da wird nicht viel. Ich mache jetzt gerade Pause. Eigentlich war ja der Plan, zum Magda zu fahren und da eine Nacht zu bleiben. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, doch durchzufahren. Ich habe mir ein paar Sachen gepackt. Ich habe mir Dokumente gepackt für die Grenze. Abmeldebestätigung, Arbeitsvertrag, Mietvertrag und ein Passierschein von meiner Firma unten in Österreich. Ich halte jetzt noch einmal an einer Raststätte, um mir eine Vignette zu kaufen. Und dann versuche ich mein Glück und versuche in Österreich einzureisen. Das wird noch eine spannende Geschichte. Ich kann momentan keine andere Tür irgendwie vom Bus aufmachen, weil da fällt dann sofort alles raus. Ich bin jetzt hier gerade noch auf dem Rastplatz und jetzt geht die Reise nochmal weiter. Ah, das letzte Stück, ich habe noch knapp 3 Stunden Fahrt vor mir. Die genieße ich noch mal ein bisschen, höre noch ein bisschen Musik und dann Maske habe ich jetzt am Start hier noch. Die setze ich mir an der Grenze auf, zur Sicherheit. Ein Brötchen snacke ich noch und dann, Alter, Daumen drücken, dass ich einreisen kann. Daumen drücken, dass ich einreisen kann. Noch ist alles offen. Ich hoffe nur. Ich habe da mit unserer Maklerin noch einen Termin gemacht für die Wohnungsübergabe heute. Und mit der treffe ich mich dann und dann soll das hoffentlich alles seinen Gang gehen. Alter. Ich bin echt am Ende. Okay, bis gleich an der Grenze. Erntedank, ich hab nicht mehr verlangt. Der Hunger treibt mich in ein fernes Land. Denn wir sind Nomaden, Nomaden, die müssen weiterziehen. Wir sind Nomaden, Nomaden, nur keine Zeit verlieren. Wir sind Nomaden, Nomaden, die müssen weiterziehen. Wir sind Nomaden, 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 die bleiben nie am gleichen Ziel. Okay, das ist gerade eine richtig komische Situation, weil ich genau die Polizei vor mir habe. Ich schau mal, ob ich die GoPro einfach kurz so hinstellen kann und die das sehen. Ich hoffe nicht. Zur Not möchte ich die Aufnahmen löschen. Moin Moin! Jo! Hallo, schönen guten Tag! Ebenfalls Personalausweis oder Reisepass bitte. Natürlich! Was ist der Grund der Einreise? Eine Auswanderung aus Deutschland und Einwanderung in Österreich. Also Sie siedeln sozusagen. Genau, ja. Genau. Sie müssen sich 14 Tage in Heimquarantäne begeben, das wissen Sie. Weiß ich. Haben Sie schon Meldebestätigung? Alles hierbei. Ja, aber. Moment, die muss glaube ich vorne sein. Aber Sie können sich, machen wir das so, dann halten wir die Autos nicht an. Ja. Die linke Spur einordnen, weil Sie müssen nämlich sowieso unterschreiben, dass Sie sich in 14 Tage gehen. Genau, in Ordnung. Passt, ja? Natürlich. Ich bin
ganz schön aufgeregt. Eine Sekunde. Ja, na klar. Ganz entspannt. So, ich habe jetzt noch einen Englischen, aber das macht nichts. Das kriegen wir schon gemeinsam hin. In Ordnung. Ganz passt. Am Anfang einmal den Namen, den vollen. Vor- natürlich. Nachname. Ich denke, das ist dann, ob Sie österreichischer Staatsbürger sind, sind es nicht. Genau, bin ich noch nicht. Genau, dann bitte die Nummer vom Reisepass. Hier oben, ne? Vom Pass, genau. Ja, check. Gib mir ein Messer, ich mache weiter, wenn du magst. Oder, keine Ahnung, erklär mal, sag mal, dann noch was da ist. Fahren die zurück? Ja. Einmal kurz führen, Messer, bitte. Ja. Passt. Gut. So, Adresse habe ich. Was, perfekt. Unten deine Unterschrift. Das ist auch noch nicht, was ist? Das ist nur, falls Sie durchfahren würden. Das sind die okay, gut, in Ordnung, okay. Einmal Unterschrift, ja. Genau. Und Unternehmen, das Datum, der 9.4.20. 9.4.20. Okay. Der 9. ist heute, gut. Genau. 9.4.20. Perfekt, passt. Das war's schon, ja? Super, in Ordnung. Ich bedanke mich, ja? Wünsche ich. Ja. Dankeschön, danke. Kann ich los, ja? Jo. Sehr schön, ich bedanke mich, ja? Schönen Tag. Alter! Ich hab's geschafft, Mann! Ich hab's über die Grenze geschafft! Scheiße! Jo, was geht ab, Alter? Dayum! Alter, hier werden richtig, richtig viele zurücktransportiert. Aber richtig viele. Ich habe bestimmt 10 Autos gesehen, die allein, wo ich in der Schlange stand, umgedreht sind und zurück nach Deutschland gegangen sind. Das ist eine heftige Nummer. Alter, ich hab's geschafft. Yo, ich bin in Österreich. Mann, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich gerade freue. Alter, Fieber gemessen noch, Unterschrift, 14 Tage Quarantäne. Ja, Alter, wer einen Regenbogen will, der muss Regen akzeptieren. Scheiße. Ist das geil. Perfekt, so muss die Kamera laufen. Alter, okay, ich rufe jetzt. Alter, ich muss jetzt erstmal. Yo, oh Gott. Alter, ich bin so stoked gerade. Alter! Ich bin in Österreich! Ich bin tatsächlich angekommen. Es kann sich keiner vorstellen, wie dermaßen stoked und glücklich ich bin. Es kann sich keiner vorstellen. Oh, Wohnungsübergabe ist alles gemacht. Ich habe den Schlüssel bekommen. Dies, das, jenes. Sonne scheint sogar noch. Ich fange jetzt erstmal an mit einem kleinen bisschen Ausräumen. Denn ich glaube, so einen kleinen Ticken, was habe ich noch vor mir? Boah, geh leck.